Ich möchte Ihnen heute erklären, warum ein Fondssparplan eine gute Alternative zum Sparbuch ist. Und damit herzlich willkommen. Sparbuch ist das, wo das Geld rumliegt und kein Geld verdient. Es macht gar keinen Spaß zuzuschauen, wie es letztlich immer weniger wird. Da sucht man nach Alternativen. Ein Fondssparplan kann eine solche sein. Zunächst, was ist ein Fondssparplan? Der zweite Wortteil, Sparplan, erklärt sich fast von selbst. Eine Planung, etwas zu sparen, wahrscheinlich regelmäßig. Und was ist ein Fonds? Ein Fonds ist ein Finanzinstrument. Da kommt das Geld von vielen Leuten zusammen und dann kümmern sich Experten darum, dass dieses Geld angelegt wird. Zum Beispiel in Aktien. Das ist dann ein Aktienfonds. Die kaufen, verkaufen Aktien, die Aktien steigen im Kurs und der Fondsanteil steigt auch. Daran verdient man als Anleger. Das Ganze geht auch mit Immobilien. Da legen die Experten das Geld dann in Bürogebäude, Shoppingcenter, Hotels an, die Geld erwirtschaften, woran sie als Anleger wiederum verdienen. Kommen wir zum Thema Sparplan. Eine wunderbare Geschichte für Leute, die gerade einsteigen oder auch Kleinanleger. Jeden Monat etwas zur Seite legen, das summiert sich mit der Zeit schon auf. Das können 10 Euro sein, 50 Euro, was gerade passt. Das Gute ist, das Geld liegt nicht auf dem Sparbuch und erzielt keine Zinsen, sondern in einem Investmentfonds, der im Wert steigt. So wird das zur Seite gelegte Geld noch mehr. Nehmen wir an, Sie wären 1972 geboren und Ihre Eltern hätten angefangen, für Sie zu sparen in Hausinvest, der Fonds, der in dem Jahr auch aufgelegt wurde. 100 D-Mark, dann später 50 Euro, dann hätten die Einzahlungen bislang ungefähr 54.000 Euro ausgemacht. Sie hätten aber bereits 120.000 Euro auf dem Konto. Eine stolze Summe. Damit kommen wir auch zu den Vorteilen des Sparplans. Ein erster ist natürlich dieser gerade beschriebene Zinseszinseffekt. Von dem hat Albert Einstein gesagt, der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Die ihn verstehen, verdienen daran, die anderen bezahlen dafür. Verdienen Sie doch selbst dran, das wäre besser. Ein zweiter Vorteil ist die Streuung. Wenn Sie in einen Investmentfonds investieren, sind Sie automatisch in viele Assets investiert. Am Beispiel Immobilienfonds eben nicht in einer Immobilie, sondern in 150 Immobilien. Wenn es da einer nicht so gut geht, macht das dem ganzen Portfolio nicht so viel aus. Dritter Vorteil ist die Flexibilität. Die meisten Anbieter von Fondssparplänen lassen es zu, dass sie die monatliche Einzahlung erhöhen oder vermindern, je nachdem, wie viel Geld gerade da ist. Vierter Vorteil ist der gesetzliche Anlegerschutz. Denn das Geld, was Sie einzahlen, ist ein sogenanntes Sondervermögen. Und die Verwalter, die sich darum kümmern, dass es mehr wird, haben keinen Zugriff darauf. Das heißt, das eingezahlte Geld wird nicht betroffen, sollte der Verwalter, der sich um das Geld kümmert, zum Beispiel pleite gehen. Fünfter Vorteil ist natürlich die Vielfalt. Wenn Sie sich entschieden haben, einen Fondssparplan zu machen, dann haben Sie eine Auswahl von sehr, sehr vielen Investmentfonds, in die Sie investieren können. Aktienfonds, Rentenfonds und natürlich auch Immobilienfonds und natürlich auch Hausinvest. Fondssparen hat natürlich auch ein paar Nachteile. Zum einen sind Sie damit am Kapitalmarkt unterwegs und da ist es so, die Preise schwanken. Anders als beim Sparbuch kann es sein, dass die Summe mal hoch, mal runter geht. Zum Zweiten, wie steht es um Ihre Nerven? Wem das Auf und Ab am Kapitalmarkt, an der Börse zu viel ist und der es nicht verträgt, wenn das auch mal in den Keller geht, sollte sich einen Fonds suchen, der wenige Schwankungen aufweist, also relativ stetig läuft. Zum Dritten haben Sie bei Fonds hin und wieder Beschränkungen, gesetzliche Rückgabefristen, die Sie einhalten müssen, oder Kündigungsfristen. Und zum Vierten letztlich, was vorhin ein Vorteil war, ist jetzt auch ein Nachteil. Die Auswahl ist riesengroß. Es gibt viele Fonds, die sehr ähnlich sind. Da muss man sich entscheiden, in welchen möchte ich denn gehen. Im Zweifel hilft Ihnen da Ihr Berater oder auch eine ausführliche Recherche im Internet. Damit haben wir das Wichtigste zum Thema Fondssparen zusammen. Jetzt sind Sie an der Reihe, sich zu entscheiden, ob das zu Ihnen passt und in welchen Fonds Sie investieren wollen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich für Hausinvest entscheiden. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei Ihrem Fondssparplan.